Hallo und herzlich willkommen zurück bei TeslaMec. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein weiteres Update und danke, dass du dir Zeit genommen hast für das heutige Video. Wir werden uns die Klagen gegen Tesla hier in Grünheide anschauen bzw. die einwenden. Dann schauen wir nach China. Elon Musk ist hier in Grünheide und wir haben noch einige andere Themen vorbereitet. Und wenn dir dieses gefällt, lass doch gerne ein Abo da und wir starten gleich mal rein in das heutige Thema. Und zwar als allererstes, Elon Musk ist am gestrigen Tag wieder hier in Grünheide gewesen und wird auch wohl wahrscheinlich ein paar Tage bleiben. Er hatte schon ein Meeting mit Jörg Steinbach und hier geht es anscheinend noch um die letzten Schritte, die jetzt getätigt werden müssen, damit entsprechend auch die Fabrik dann zeitnah loslegen kann. Beim gleichen Thema, wo wir hier gerade auch über die nächsten Schritte reden, wir haben jetzt ja in der allerersten Runde der Genehmigung bzw. Einwänden insgesamt 371 Einwänden gehabt. Dann gab es nochmal eine zweite Möglichkeit, Einwänden zu geben und da waren es 110. Und jetzt in dieser letzten Runde, die ja noch bis zum 19. August geht, gibt es bis jetzt 44 Einwänden. Man könnte jetzt sagen, es ist erfreulich. Es kann natürlich auch sein, dass die Leute, die gegen die Fabrik sind, auch vielleicht keine Einwände mehr haben, weil sie entsprechend schon eine so große Frustration haben, dass sie gar nicht mehr sich die Mühe machen. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass jetzt noch im Laufe der Zeit bis zum 19. August noch mehr Einwänden kommen. Wenn das dann fertig ist am 19. August, wird es nochmal eine Entscheidung geben, ob es nochmal eine öffentliche Anhörung geben wird, wie es ja in der Vergangenheit der Fall war. Wenn dieses nicht der Fall sein sollte, dass man das machen muss, dann wird es um die finale Genehmigung gehen. Und das könnte dann hoffentlich zeitnah passieren, vielleicht ja auch schon im September, Ende September bis spätestens Anfang Oktober. Das einmal dazu. Dann haben wir, wie gesagt, Elon Musk ist hier, er wird wahrscheinlich einige Themen noch besprechen. Es soll angeblich auch, und das sage ich jetzt politisch total wertfrei und neutral, es soll hier Laschet auch noch vorbeikommen, der entsprechend sich wohl angeblich hier mit Elon Musk auf dem Gelände treffen soll. Dann haben wir weitere Updates auch zum Thema des Model 3. Hier gibt es tatsächlich interessante Neuigkeiten, die natürlich auch indirekt mit China zu tun haben, wo ja dieses Model 3 herkommt. Und zwar ist es ja so, dass es eine sogenannte Typgenehmigung für die EU gibt. Und basierend darauf ist rausgekommen, dass es für das Model 3 ja einen größeren Akku geben soll und auch nochmal mehr Reichweite. Und zwar reden wir hier nicht noch über irgendein Model 3, sondern die Model 3 Standard Plus, also die günstigste Variante hier des Model 3s. Und diese soll jetzt eine neue und größere Batterie bekommen. Zurzeit wird diese Bezeichnung für das Model 3 Standard Range mit 6C-Bezeichnung bezeichnet und einer 55 Kilowattstunden Batterie. Und jetzt wird es bei der EU mit 6L bezeichnet und einer 60 Kilowattstunden Batterie. Und dieses soll dazu führen, dass nicht nur noch um die 448 Kilometer erreicht werden sollen, sondern jetzt dann mit einer neuen Batterie 491 Kilometern. Und das ist natürlich eine unfassbar gute Reichweite für die günstigste Variante und lässt natürlich die Frage offen auch an euch, will man sich dann überhaupt noch eine größere oder teurere Variante des Model 3s kaufen? Des Weiteren, was ein bisschen konfus ist und ein bisschen komisch ist, aber da könnt ihr mir ja auch mal eure Meinung zu sagen, dass in Hongkong man eine 60 Kilowattstunden Batterie auch drin hat für das Model 3 Standard Range mit einer Reichweite von 455 Kilometern. Also das Model Y Standard Range würde ja dann, wenn sie auch hier eine bessere Batterie reintun, genauso viel Reichweite haben wie ein Model 3 Standard Plus. Und das ist natürlich auch nochmal von dem Preis her ein Unterschied. Und hier ist jetzt die Frage, ich habe dann ein größeres Auto, aber die Reichweite wäre gleich. Und da würde ich gerne einfach mal eure Meinung zu wissen, was ihr dazu denkt, weil das ist ein bisschen ein Durcheinander. Und ich muss ehrlich sagen, da stellt sich natürlich die Frage, was würde man sich denn dann kaufen? Kannibalisiert sich oder nimmt man hier die Sales, die Käufe von den größeren Modellen des Model 3s dann weg? Also wie gesagt, es ist einerseits sehr erfreulich, dass wir hier in der günstigeren Variante mehr Reichweite bekommen könnten bald. Die Frage ist nur, inwieweit ihr das auch als sinnvoll seht in Bezug auf die anderen Modelle.
Dann schauen wir nach China. Und zwar, ich hatte ja gestern schon über die China-Zahlen gesprochen und es gibt hier nochmal ein weiteres Update. Wie gesagt, das kommt hier von der Global Times, das ist eine chinesische Zeitung, die anscheinend hier vollkommen hinter Tesla stehen. Und zwar geht es hier um die Person Chui Dongshu, Secretary of China Passenger Car Association. Und der wird interviewt in der Global Times und sagt, dass die Zahlen, die Tesla in China hatte für den Monat Juli, nur eine Ausnahme sind, dass man entsprechend weiß, dass der erste Monat des Quartals immer niedriger ist im chinesischen Markt. Also er bestätigt nochmal das, was ich gestern im Video gesagt habe. Aber er geht noch weiter und nennt Zahlen und sagt, dass sie davon ausgehen, und jetzt wird es nämlich entscheidend, sie gehen davon aus, dass in China im Monat September 30.000 Autos registriert werden sollen von Tesla. Also das wäre natürlich eine Hausnummer, weil wenn man sich jetzt mal überlegt, im nächsten Monat 30.000 nur in China, dann müssten ja vielleicht noch so ungefähr 10.000, 15.000 exportiert werden, weil ja die Exportzahlen innerhalb des zweiten und dritten Monats des Quartals immer ein bisschen weiter runtergehen. Dann wären wir ja schon bei 45.000. Und wir wissen anhand der Kapazität der Fabrik, dass sie 450.000 Autos hat. Das sind ungefähr 37.000 im Monat, wenn man es runterrechnet. Also hier mal eure Meinung auch nochmal gefragt. 30.000, das wäre ein neuer Rekord. Er spricht explizit von China-Zahlen, nicht von Exporten. Und wenn das der Fall ist, ich weiß nicht, inwiefern er da mit Tesla im Kontakt ist, wird er sicherlich sein, dann wäre das natürlich eine Hausnummer. Also wie gesagt, der erste Monat ist immer ein schwacher Monat und dann die nächsten zwei Monate sind extrem stark. Und ich habe das ja gestern, wenn ihr das Video nicht gesehen habt, ausführlich beschrieben, also gerne auch da nochmal reinschauen. Also dementsprechend ganz gespannt bleiben, wie hier die Zahlen im September und Oktober werden. Und dann werden wir sicherlich sehen, das wird auch das Entscheidende sein, inwieweit hier Tesla es schafft, dann auch nochmal so monatliche Zahlen von 100 bis 106.000 Autos zu verkaufen weltweit. Weil dann, wenn dieser Schnitt gehalten wird, könnte man auch noch bis Ende des Jahres 1 Million Autos schaffen. Da bleiben wir mal gespannt, wie das aussieht. Die Zahlen für Juli, für den gesamten Monat weltweit, die Verkäufe, sollten ja auch demnächst noch rauskommen. Also, so viel so zum Thema China. Wir hatten ja einige Updates auch bezüglich der Model Ys und wie diese alle Standard- und neuen Versionen rauskommen. Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, dass ich dich morgen wieder hier begrüßen darf. Dankeschön, tschüss!